gerückt, weil du dein Korn in dein Ananas. Lieber Janti, dort Ananas geht an eine Liga, nicht Liga neu, aber an jemanden, der völlig neu hier vorne ist. Wir sind das Team der Schere, meine Damen und Herren, die werden heute bauen zu gewonnen nach Platz 4, die Goldene Ananas für Lokomotive Bremen. Und das, meine Damen und Herren, das sind Tobias Dirschauer, Stefan Winkler, Sören Denhauer, Cedric Borchers, Janosch Birker, Stefan Giesen, Henry Scholz, Simon Hartmann, Maximilian Liebold, Ben Rasche, André Müller, Nils Hülsmeier, Jonathan Vogel und Lynn Artinger, Lokomotive Bremen! Guck mal, die können das ohne 3, 2, 1. So. 1, 2, 3. Und wir bitte nach vorne zur letzten Siegerehrung des heutigen Tages. Die drei Mannschaften. Tüftler, Baschapper, Hannover, den Münster, Achter und den Hauptstadtsprinter der Linie und in Berlin. Bitte hinter das Podest. Ein Hinweis für den Amrop-Achter, Ruhr-Achter Essen-Kettwig. Bitte denkt daran, dass ihr jetzt ins Regattabüro geht, um eure gelben Trikots für den neuen Renntag zu bestellen. Ruderclub Deutschland Renntag, Siegerehrung in der ersten Bundesliga der Männer. Bronze. Bronze geht nach Niedersachsen in die dortige Landeshauptstadt, wo demnächst auch ein Renntag der Ruderbundesliga stattfindet. Wir freuen uns schon drauf. Am heutigen Tag feiern Sie erstmal Ihre Bronzemedaille, der TÜV Nord. Maschee-Achter Hannover! 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 Ihr wisst schon, dass ihr das abwechselnd machen müsst. Mal der eine und mal der andere, wisst ihr schon, ne? Verdammt. Meine Damen und Herren, das sind Florian Brüsewitz, Tobias Kühne, Lorenz Quentin, Aaron Wede, Lennart Denecke, Daniel Marquardt, Dennis Huppe, Tilman Riesmeier, Jan Westphalen, Timo Möllenkamp, Yannick Menke und die Steuerleute Johanna Grüne und Fritz Marcinczak, der TÜV Nord Maschacht Hannover. Ist so akustisch bislang die Mannschaft mit dem größten Fanclub hier, weiß ich auch nicht. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das für Münster organisieren. Die Silbermedaille geht an den Verein, wo in diesem Jahr das Ligafinale stattfinden wird. Es ist das Wohnzimmer der Ruder-Bundesliga. Und die Jungs, die wollen sich langsam, aber sicher ganz nach vorne tippeln. Mit Platz 7, mit Platz 2 haben sie sich alle Chancen dafür aufrechterhalten. Platz Nummer 2 beim Ruderclub Deutschland Renntag, der Münsterachter! Und diese lustige Truppe, die auch noch schnell rudern kann, die besteht aus Jan Sauer, Benedikt Anthony, Johannes Meersmann, Mats Flottmann, Fabian Kosso, Florian Marchand, Christoph Köbel, Lukas Friedrichs, Mika Kohut, Maximilian Wagner, Paul Diletti, Jonathan Reitenbach und Leo Brüggemann, der Münsterachter! Gold rausspringen.
Die optimale Spannung ist egal. Ich hätte jetzt kommen wir zur letzten Siegerehrung, zum letzten, den letzten 12 Medaillen, ja, die wir noch haben beim Ruderclub Deutschland Renntag. Und das ist der Job von meinem Kollegen Jan Christoph Schinken. Champion, der heute den Landtag hat, den Hauptstadtsplitter in Berlin! Und das sind Alina Schacher, Tobias Hauptstadtsplitter, Leonard Stutzer, alles klar, 3, 2, 1, los! So, da bleibt uns lieber Jan-Christoph nur noch das Abschlussbild, die Übergabe der Champagnerflasche. Und ein herzliches Dankeschön, darum steht er gerade, an Thomas Küpper, Tobi Weisters und das gesamte Team aus Duisburg, dass wir mit der Ruderbundesliga hier bei der Wedau-Regatta zu Gast sein durften. Wir sagen herzlichen Dank, wir freuen uns auf den neuen Renntag, den nächsten Renntag Nummer 2. Das wird der Melitta-Renntag in Minden auf dem Wasserstraßenkreuz sein. Am 13. Juli, das heißt, wir haben jetzt fast 8 Wochen Zeit bis zum nächsten Renntag der Ruderbundesliga. Und lieber Jan, du bist derjenige, der die letzten Worte findet. Ich darf mich verabschieden. Hat riesen Spaß gemacht mit euch allen hier in Duisburg. Ich hoffe, wir machen heute Abend noch eine Riesenparty. Und jetzt, lieber Jan. Wir können das schon bauen. So, jetzt Jan. Wollen wir nochmal eins machen zum gemeinsamen Jubeln? Pass auf, mein Name. Und die Damen. Wir jubeln in 3, in 2, in 1. Ja! Das war's. Wir sagen danke. Wir sagen danke, Lauren Schof. Wir sagen danke dem Ruderclub Deutschland. Danke, Duisburg. Danke allen RWL-Teams. Wir sehen uns wieder am 13. Juli in Minden am Wasserstraßenkreuz. Allen Athleten hier in Duisburg für morgen viel, viel Erfolg. Möge die Übung noch am morgigen Tage gelingen. Und wir von der RWL sagen guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Super Thomas, Super Thomas, hey, hey, hey. Super Thomas, Super Thomas, hey. Yeah! Yo, super. Glückwunsch.